Hallo Tierfreunde und willkommen zu diesem Kochvideo. Ja, heute wollte ich gerne mit euch eine Art Sauerkrautpfanne machen. Und zwar kenne ich ein Rezept aus meiner Ausbildung, das wurde damals noch mit Fleisch gemacht. Und zwar waren da noch so Hackfleischbällchen drin und so grobe Bratwürstchen oder sowas in der Art. Und das Rezept wollte ich gerne mit euch veganisieren, allerdings nicht hundertprozentig. Also ich wollte jetzt nicht die Würstchen einfach durch Tofu- oder Seitanwürstchen ersetzen. Und ich werde dem Ganzen schon noch ein bisschen mehr Gemüse hinzufügen, als es auch ursprünglich in dem Rezept vorhanden war. Ja, wie gesagt, für mich ist es auch ein Experiment, also ich habe es so noch nicht probiert, aber ja, ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Los geht's. Okay, wir werden das Sauerkraut auf jeden Fall im Ofen backen. Ich habe deswegen hier schon mal ein Kilo Sauerkraut in meine Auflaufform gegeben. Und wenn ihr zu Hause eine kleinere Auflaufform habt, dann nehmt auf jeden Fall die Hälfte und dann auch vom Gemüse. Und beim Sauerkraut habe ich jetzt nicht die Flüssigkeit abgegossen, sondern ja, auf jeden Fall mit reingegeben, da das eine ganze Weile backen wird und am Ende auch nicht zu trocken sein soll. Dann habe ich hier 250 Gramm Kartoffeln. Die könnt ihr jetzt entweder in Scheiben schneiden. Ich werde sie jetzt einfach in solche dünnen Keile schneiden und zum Sauerkraut dazugeben. Außerdem habe ich hier eine große Zwiebel. Die könnt ihr ganz einfach halbieren. Dann ebenfalls in drei Teile schneiden. Und dann einfach in relativ grobe Stückchen, dass ihr ja quasi solche Stückchen habt. Könnt ihr auch gleich zum Sauerkraut dazugeben. Außerdem ein paar Pilze, ungefähr 100 Gramm, ebenfalls in Keile und zum Sauerkraut dazu. Und außerdem habe ich hier noch eine Möhre, auch ungefähr 100 Gramm. Die könnt ihr einfach halbieren und dann schräg in solche etwas dickeren Stückchen schneiden. Dann habe ich hier ein Zweig Rosmarin, da könnt ihr natürlich auch einfach getrockneten Rosmarin nehmen. Einfach die Blätter vom Zweig lösen und das Ganze einmal grob durchhacken. Dann gebt ihr am besten noch frisch gemahlenen Pfeffer dazu. Das könnt ihr einfach nach Geschmack machen. Und außerdem einen halben Teelöffel Paprikapulver. Ein bisschen Olivenöl, ca. 3-4 Esslöffel. Und natürlich auch etwas Salz. Auf die Mengen jetzt würde ich sagen ungefähr einen Teelöffel. Aber da könnt ihr auch einfach nach Geschmack mehr oder weniger verwenden. So, und jetzt das Ganze mit den Händen schön durchmischen. Solange bis ihr meint, dass sich die Gewürze gut verteilt haben. Und auch das Sauerkraut und das Gemüse gut durchgemischt ist. Ja, ungefähr so. Dann könnt ihr jetzt nochmal das Ganze ein bisschen fest andrücken. Und dann kommt das Ganze auch erstmal in den Ofen. Ihr könnt übrigens auch anderes Gemüse verwenden als das, was ich jetzt hier genommen habe. Zum Beispiel kann ich mir auch sehr gut Paprika vorstellen. Vor allem, weil es auch ein Gemüse ist, was viel Flüssigkeit enthält und das Ganze schön feucht hält. Oder zum Beispiel auch Tomate kann ich mir sehr gut vorstellen. Da könnt ihr einfach ein bisschen weniger vom anderen Gemüse nehmen oder es zum Beispiel auch ganz weglassen. Und wie gesagt, das Ganze kommt jetzt in den Ofen bei 180 Grad Umluft. Und ich werde das Ganze jede Viertelstunde einmal rausholen, einmal schön durchrühren und wieder reinschieben. Ganz einfach aus dem Grund, da das Sauerkraut oben auch braun werden wird und später auch schwarz. Und das will ich natürlich verhindern. Deswegen werde ich es immer schön durchrühren, die Flüssigkeit nach oben holen, damit es über den gesamten Zeitraum einfach eine schöne Bräune bekommt, das andere Gemüse natürlich auch. Und ja, ich weiß noch nicht, wie lange das dauern wird. Ich schätze mal so ungefähr 1,5 Stunden wird das schon brauchen. Ja, schauen wir mal. Und wie gesagt, im Original waren da Hackfleischbällchen drin. Ich werde stattdessen jetzt einfach ein paar Seitanbällchen machen. Dafür braucht ihr erstmal 3 Esslöffel Seitanpulver, 3 Esslöffel Semmelmehl, und ein Teelöffel Schwefelsalz oder auch Kala Namak genannt. Das ist so ein Salz, was so einen Ei-ähnlichen Geruch hat. Wenn ihr das jetzt nicht zu Hause habt, dann könnt ihr auch ganz einfach normales Salz nehmen. Ein Teelöffel Paprikapulver. Einen halben Teelöffel Salbei. Das waren die trockenen Zutaten. Die könnt ihr jetzt erstmal miteinander verrühren, bevor ihr die flüssigen dann dazu gebt. Als erstes mal ein Esslöffel Olivenöl. Das könnt ihr auch gleich ein bisschen unterrühren und außerdem 16 Esslöffel Sojamilch,
und das ganz einfach jetzt zu einem schönen Teig verkneten. Dann könnt ihr anfangen, aus eurem Seitanteig kleine Knödel zu formen. Ich werde die wirklich extrem klein machen, also ungefähr diese Größe. Dass da aufwendig ist, könnt ihr natürlich auch größere Bällchen machen. Dann braucht ihr auch gleich eine Pfanne mit ein bisschen Olivenöl. Die habe ich hier schon mal angeschaltet. Und sobald das Öl heiß ist, können wir auch die Bällchen schon mal reinlegen. Und wie gesagt, wenn das Öl heiß ist, könnt ihr einfach eure Bällchen reinlegen. In eine große, flache Pfanne sollten die eigentlich alle auf einmal reingehen. Und sobald die drin sind, könnt ihr auch die Hitze ein klein wenig reduzieren, damit sie nicht zu schnell dunkel werden. Und jetzt müsst ihr sie nur noch von allen Seiten schön braun anbraten. Entweder ihr schwenkt sie einfach durch oder ihr nehmt halt einen Rührer zur Hilfe, wie ihr das lieber ist. Nebenbei habe ich hier auch noch 100 Gramm Räuchertofu. Den könnt ihr auch schon mal in kleine Würfel schneiden. Den brauchen wir später dann auch noch. Ja, ich habe jetzt mal kurz nicht aufgepasst und jetzt sind sie mir auf der einen Seite doch schon sehr dunkel geworden. Also wenn ihr das macht, bleibt wirklich dabei stehen und rührt fast die ganze Zeit. Das geht nämlich ziemlich fix, auch wenn die Hitze nicht ganz hoch gedreht war. Ja, aber auf jeden Fall sind sie jetzt fertig. Dann könnt ihr den Herd erstmal ausschalten und die Pfanne von der Hitzequelle nehmen. Denn ja, die Bällchen brauchen wir auch erst später. Ja, dann nehme ich jetzt gleich zum ersten Mal das Sauerkraut raus. Wie ihr vielleicht sehen könnt, an einigen Stellen ist es schon ein bisschen braun geworden. Jetzt nach einer Viertelstunde schon. Deswegen müsst ihr das wirklich alle Viertelstunde einmal durchrühren, damit das oben wieder so ein bisschen feucht wird. Und ja, wie gesagt, nicht schwarz wird, sondern halt wirklich nur braun, was ich nachher durch das ganze Sauerkraut ziehen soll. So, und wieder rein damit. So, das waren jetzt schon ungefähr 1,5 Stunden. Ich habe zwischendurch schon den Räuchertofu dazu gegeben, und zwar nach ungefähr einer Stunde. Und den gebe ich ganz einfach später dazu, weil er halt auch so leicht austrocknet und dann ziemlich hart wird. Und jetzt nach 1,5 Stunden habe ich auch nochmal die Bällchen dazu gegeben. Und die backe ich jetzt nochmal ungefähr 10 Minuten mit, einfach damit sie nochmal warm werden und sich einfach noch ein bisschen mit der Pfanne verbinden können. So, ich hole das Ganze jetzt mal raus. Der Geruch erinnert mich auf jeden Fall schon mal an das, was ich von früher kenne. Ja, so soll das Ganze jetzt aussehen, wenn es fertig ist. Ihr könnt das Ganze übrigens auch kürzer backen bei etwas höherer Temperatur. Da müsst ihr natürlich noch ein bisschen mehr aufpassen, dass es nicht zu dunkel wird. Und außerdem würde ich euch dann empfehlen, dass ihr die Kartoffeln ein bisschen kleiner schneidet, denn bei mir ist es jetzt wirklich so gewesen, dass sie gerade so weich geworden sind. Also die könnt ihr eigentlich im Grunde auch so ein bisschen kleiner schneiden, vielleicht einfach in etwas dünnere Scheiben. Wenn ihr übrigens noch eine Soße dazu haben möchtet, dann kann ich euch empfehlen, einfach Sojajoghurt zu nehmen, ein paar frische Kräuter reinzuhacken, das Ganze noch ein bisschen zu würzen und das dann sozusagen als kalten Dip dazu zu essen. Denn von früher aus meiner Ausbildung kannte ich das immer mit Kräuterquark oder mit Kräuterquark-Dip und das hat immer ziemlich gut gepasst. Ja, mal kosten. Mmh. Oh, lecker. Ja, schmeckt wunderbar, finde ich. Also für alle Sauerkraut-Fans ist das auf jeden Fall genau das Richtige. Wenn ihr übrigens noch einen kleinen Gegensatz zu dem Sauerkraut haben wollt, dann könnt ihr mal versuchen, Datteln in feine Scheiben zu schneiden und die ganz einfach mitzubacken. Ja, die werden dann so einen kleinen Kontrast dazu bilden. Aber auch so finde ich das schon wirklich super lecker. Hm. Ja, dieses Sauerkrautgericht dauert natürlich eine ganze Weile, also 1,5 Stunden plus Zubereitung und vielleicht nochmal ein bisschen länger backen. Aber ich muss sagen, das lohnt sich auf jeden Fall. Und bei der Menge, die ich jetzt habe, das würde jetzt wahrscheinlich entweder für 4 Personen reichen oder in unserem Fall
ja, essen wir wahrscheinlich 2 Tage davon. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine spontane Rezept gefallen. Schreibt mir nochmal in die Kommentare, ob ihr es ausprobiert habt und wie es euch geschmeckt hat. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten veganen Kochenende. Tschüss.